Übrigens ist hier irgendwo immer, jetzt hätte ich fast Fluffe gesagt, Hedwig. Die Hütte vom guten alten Hagrid. Hab leider keine Zeit zum Plaudern. Doch, hast du! Wäre das jetzt ein Shooter, würde ich hier an den Kopf knallen. Das würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Hallo, Harry! Alter, seid ruhig! Jetzt seht ihr es oben rechts. Meine Narben haben sich erhöht. Ich kann jetzt mehr aushalten. Nicht Magier haben komische Narben fürs Gemüse. Ja, haben sie, glaub mir. Ach, egal. Hallo. Der verbotene Wald wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Der sieht aber komischerweise jetzt viel schöner aus, als ich in Erinnerungen habe. Überhaupt alles sieht schöner aus, als ich es in Erinnerungen habe. Was zur Hölle? Ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel diese Pflanzen nicht vorhanden waren, als ich es damals auf dem anderen PC gespielt habe. Verstehe ich nicht. Oder es liegt daran, dass ich irgendwie hier eine Detailstufe hochgestellt habe. Kann das? Hier irgendwo Detaillevel. Ja, genau. Ich habe die Detaillevel hochgeballert. Sehr schön. Da verliebt man sich doch noch gleich nochmal von neu in das Spiel. Einfach nur, weil es noch ein bisschen schöner ist. Und rein da. Hör zu, Harry. Wir müssen dieses Jahr um jeden Preis den Quidditch-Pokal gewinnen. Ja, ja. Um das zu schaffen, müssen wir üben, üben und nochmals üben. Ja, ich weiß. Nun wollen wir zuerst wiederholen, was wir letztes Jahr gelernt haben. Den roten Ball nennt man Quaffle. Die drei Jäger müssen versuchen, ihn am gegnerischen Hüter in eines der Tore zu werfen. Aber als Sucher braucht dich das ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Nimm dich vor den beiden Klatschern in Acht. Treffen sie dich, wirst du verletzt und kannst nicht mehr so schnell fliegen. Als Sucher musst du alles dran setzen, den goldenen Schnatz vor dem gegnerischen Sucher zu fangen. Das ist kein Problem. Nach den Ferien bist du sicher ganz aus der Übung. Fangen wir mal lieber mit etwas Leichterem an. Ich werde nun einen Schnatz in die Luft werfen, den du dann fangen musst. Wenn deine Hand nach dem Schnatz greift, du ihn fangen. Wenn deine Hand nach dem Schnatz greift, du ihn fangen. Okay, liegt zwar ein Soundbug, aber egal. Siehst du, und er fliegt automatisch dahin. Kannst du deinen Besen nach links, rechts, oben und unten lenken. Ich mach das mit der Maus. Wirst du von einem Klatscher getroffen, von einem anderen Sucher geschubst oder rammst du etwas, wirst du langsamer und fällst zurück. Wenn du genug Bohnen hast, kannst du Quidditch-Zubehör bei Fred und George kaufen. Und so funktioniert Quidditch. Zu einfach, oder? Jetzt, wo der Rest des Gryffindor-Teams eingetrudelt ist, können wir mit einem Quidditch-Übungsspiel beginnen. Weiche den Klatschern und den Musik jetzt ist geil. Aus. Ein Gryffindor übernimmt die Rolle des gegnerischen Suchers. Keine Sorge, sie werden es dir nicht allzu schwer machen. Die können es mir überhaupt nicht schwer machen. Ha! Was habt ihr gedacht, was ich hier mache? Puh! Was stellen die sich hier vor? Das kann doch nicht angehen. Ja, das ist jedes Mal so. Nur aber, Bams! Die Quidditch-Rüstung schützt dich vor Verletzungen, verursacht durch Klatscher oder einen anderen Sucher. Brauche ich nicht. Ich bin gut im Ausweichen. Haha. Sag mal, geht's noch? Bam, 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 bam. Mit dem Nimbus 2001 kannst du viel schneller fliegen. Oh. Gut so, Harry. Remple sie an, damit du dir den Schnatz schnappen kannst. Bist du nah an einem anderen Sucher dran, kannst du Fuck you. Oder die Aktionstaste drücken, um ihn aus dem Weg zu schubsen. Hört auf, von Tasten zu reden. Ihr habt alle eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Du bist wieder fit, Harry, also stehen unsere Chancen gut, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen. Bist du noch nicht fertig, Harry? Sieh nicht hin. Da kommt das Team der Slytherins. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe das Feld für heute gebucht. Hey, die haben neue Besen. Und es sieht ganz so aus. Ja,
Das allerneueste Modell. Nimbus 2001. Ja, ich weiß. Scheinbar hat Lucius Malfoy großzügig gespendet. Gefallen dir unsere neuen Besen, Weasley? Was hast du hier zu suchen, Malfoy? Ich bin der neue Sucher des Slytherins. Wusstest du das etwa noch nicht? Vielleicht können sich die Gryffindors ja auch eines Tages neue Besen leisten. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Spiel einkaufen. Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges, kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ich kann es mir wenigstens leisten, Weasley. Ganz im Gegensatz zu dir. Lass ihn, Ron. Er ist es nicht wert. Und das ist so nie passiert, ihr Scheißentwickler. Das gab es so nicht. Schlammblut. So nennt man Zauberer, die nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Und wo wir gerade beim Thema Schlamm sind. In Hogwarts hielt der feuchte Oktober Einzug. Die Feuchtigkeit kroch über die Ländereien und drang ins Schloss ein. Auch eine andere Art von Kälte sollte sich bald bemerkbar machen. Ja, die Kälte des Todes, durchaus. Zaubertränke mit Professor Snape fängt gleich an. Wir sollten lieber nicht zu spät kommen. Du weißt ja, wie er ist. Wir müssen nach unten in die Kerker. Mir nach. Oh, keine Lust. Oh. Aber okay, dann machen wir uns mal aus. Dann machen wir uns so auf den Weg, ne? Da geht es zu den Kerkern. Das Ding, was ich gerade angezaubert habe, kann man nur von innen öffnen. Penis, da ist ein Penis in der Wand. Witzig. Nein. Ah, voll witzig. Voll witzig. Ja, nein. Und hier gibt es einige Geheimnisse. Die nerven übrigens ganz schön. Jetzt werden wir erstmal kurz was zu tun haben, ne? Ach ja, die Stelle hier. Oh Gott. Please not. Die können wir aber auch noch nicht wirklich anstreben. Um die Geheimnisse kümmern wir uns einfach ein bisschen später. Aufgepasst! Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines der nützlichsten Zaubertränke überhaupt. Dem Mega-Power-Trank. Potter? Du kannst es sicher kaum erwarten, der Klasse zu zeigen, wie man den Trank mischt. Komm sofort her. Mit dem Mega-Power-Trank kann man seine Kraftreserven auffüllen. Bereits eine einzige Flasche reicht aus, um die ärgsten Wunden zu heilen. In dieser Truhe befinden sich die zwei Zutaten für den Mega-Power-Trank. Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum. Nimm sie raus. Alright. Gehe nun zum Kessel und bleib. Wo willst du hin? Komm sofort zurück und mach weiter. Ich finde das geil. So kann man seinen Gesprächsfluss unterbrechen. Seht genau zu, wie Potter die Zutaten in den Kessel wirft und sie umrührt. Vorsicht, Potter. Sonst zieh ich dir Hauspunkte ab. Der Mega-Power-Trank ist jetzt fertig. Drücke die Leertaste, um davon zu trinken. Setz dich wieder hin, Potter. Diejenigen unter euch, die besonders abenteuerlustig oder sagen wir lieber dämlich sind, werden sicher ihren eigenen Mega-Power-Trank herstellen wollen. Aus diesem Grund stehen überall in Hogwarts solche Kessel herum. Nur in diesen Kesseln kann man Mega-Power-Trank zubereiten. Auch die Zutaten, Flubberwurmschleim und Rinde vom Megapowerbaum, könnt ihr in Hogwarts finden. Nun werde ich euch etwas über die Gewinnung von Flubberwurmschleim erzählen. Vor dieser Stunde dachte ich, ich wüsste bereits alles, was ich über Flubberwurmschleim wissen wollte. Und so war es auch. Nun, ich fand seinen Vortrag teilweise sehr interessant. Gehen wir lieber, bevor Snape rauskommt. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Was war das? Was war was?
Diese Stimme.